So, und da sind wir wieder bei einem neuen Let's Play. Metal Gear Rising Revengeance. Und ich weiß nicht, warum das R und das E so komisch grün leuchtet. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein komplettes Spiel abgeschlossen. Und ja, fangen wir doch gleich mal ein neues an. Ich wollte mich halt ein bisschen einspielen und habe ein bisschen übertrieben. Und hier ist jetzt noch alles auf Englisch, deswegen mache ich es mal eben auf Deutsch. Hier, Language, Englisch, Deutsch. Ich weiß jetzt nicht, ob da auch Untertitel drunter sind jetzt schon, aber hoffen wir einfach mal, ne? Ich muss nochmal auf Uhr gucken, okay. Da habe ich doch irgendwie was falsch gemacht. Komm, Deutsch. So, jetzt haben wir auch auf Deutsch. Dann spielen wir mal. Neues Spiel. Genau. Auf normal. Tutorial, nein, das brauche ich nicht. Das wäre zwar gut für euch, aber ich brauche es nicht. Sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, the security can mean many things. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved. It's the code the samurai lived by. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. What is happening? Someone's blocking a lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Thank you.
going to die. Stay calm. So würde ich das auch sagen. So, ich zeige euch hier mal, was man alles kann. Zerschneiden, 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 zerschneiden. Fruit Ninja, Digga. Jetzt ist das halt noch nicht so cool, was ich an Fähigkeiten kann, aber naja. Ich will euch nur mal zeigen, man kann wirklich alles zerschneiden, was nicht zur Levelbegrenzung gehört. Also. Tja. Alles. War übrigens sehr nett von dem Typen, dass der einfach mal sich freiwillig gemeldet hat, zu mir zu kommen. Ich sag ja, man kann alles zerschneiden, was nicht zur Levelbegrenzung gehört. Übrigens, wenn der Bildschirm so komisch blau wird, dann sollte man diesen Blade Mode aktivieren. So. Dann kann man nämlich sofort killen. So, kontern könnte ich übrigens auch probieren. Immer wenn die rot leuchten, dann kann man kontern. Dabei ist zu beachten, dass man auch in die Richtung gucken muss und in die Richtung drücken muss von denen. Sonst kontert man nicht. Oder blockt nicht. Kontern hat halt noch was mit Timing zu tun. So. Nachher lerne ich aber auch noch coolere Moves und so alles. Oder kriege bessere Waffen.
What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer. Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Ja, den kleinen, den hole ich doch noch von den Beinen. Ist ja nicht irgendwie so. Ne? Ich finde, das ist am Spiel einfach das Geilste überhaupt. Soundtrack und dann hier alles zerschneiden, ey. Allein schon dieser Bosskampf, der geht so richtig ab. Da stehe ich gar nicht, okay. Warum auch immer der dahin tritt. Ziemlich komisch von ihm. Ich kenne den Bosskampf schon in- und auswendig. Ich spiele den öfters. Ich finde den einfach nur geil. So, du wirst mich nicht mehr anballern. Dafür sorge ich jetzt, Partner. Gut, vielleicht übertreibe ich es auch ein bisschen. Und damit schießt du mich auch nicht mehr an. Ich weiß gar nicht, ob ich laut genug bin, das wird wahrscheinlich erstmal als Test sein. Okay, dann hole ich den mal von den Füßen. Was? Nur A? Ich krieg sonst immer S? Geht's noch? Also das finde ich ja jetzt mal ein bisschen unfair, ne? Das geht gar nicht. Übrigens, hier gibt's auch Collectibles. Deswegen gucke ich mich gerade so um, aber eigentlich habe ich ihn noch nie wirklich gesucht. Hier war ich zum Beispiel gar nicht. Aber hier scheint auch nichts zu sein. So, hier geht's weiter.
sah gerade so komisch aus da hinten, deswegen habe ich gerade geguckt. Ja, ja, den fange ich wohl. Use your ninja ram to move over obstacles automatically. Das ist auch so richtig cool hier. Einfach die ganze Zeit. Bam, bam, bam. Durch. Bam, bam. Jetzt so richtig cool hier rumfliegen, ey. Den hole ich da auch noch weg. Das kann ich überhaupt nicht. Da klatsch ich immer rein. Wirklich immer. Gut, eben nicht, aber da habe ich halt Anlauf genommen, dann klappt er doch. Und ja, ich drücke einfach beide Tasten die ganze Zeit. Normalerweise werde ich davon nie getroffen. Ja, Projektile kann man einfach ausschalten. Weil das ist ja auch sehr logisch. Das kann ich mit meinen Schwertern auch immer. Mist. Ja, so mache ich das eigentlich auch immer. Ne? So, das hier runterlaufen, das schaffe ich wohl noch, auch wenn das gerade komisch aussah. Dann geben wir dir jetzt den Rest. Ah, jetzt habe ich endlich S. Geht doch. So, aber ich würde ja erstmal sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.